Kerim Engizek. Er ist das neue Gesicht im Mittelgewicht bei Octagon. Er hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Ein Kämpfer in der Form seines Lebens, der auf einer Erfolgswelle von 11 Siegen in Folge schwimmt. Er wünscht sich nichts sehnlicher als einen weiteren Sieg, um in der Rangliste weiter nach oben zu klettern und natürlich den Octagon-Titel zu gewinnen. Meine Kämpfe sind immer sehr explosiv, also ich sehe mich selber eher als sehr, sehr guten Striker. Natürlich kann ich alles, aber ich habe immer actionreiche Kämpfe und dafür bin ich bekannt. Also als ehemaliger Boxer hat mir das dann irgendwann nicht mehr ausgereicht. Ich war mal bei einem Kampf vor über 10 Jahren und habe direkt Blut geleckt. Bin zum Training gegangen und dann auch beim MMA geblieben. Warum? Weil es halt viel vielseitiger ist. Der Kampfsport, Boden, Ringen, Stand-up, Striking, alles in einem, das ist genau mein Ding. Also sehr bergauf und ab, auf jeden Fall, das war meine Karriere. Und jetzt geht's für mich nur noch nach oben, ich habe ein Ziel und das ist die Spitze. Tief, meistens Niederlagen und daraus lernt man, das hat mich auf jeden Fall viel stärker gemacht. Und seitdem bin ich seit 7 Jahren ungeschlagen und will weiter nach oben und oben, also es gibt für mich kein Limit. Nee, mir gibt das Selbstvertrauen. Also das Wichtigste ist immer, kontinuierlich beim Training zu bleiben und das darauf fokussieren, was man kann, um nur das Beste daraus zu machen. Also ich mache mir selber gar keinen Druck. Ich gehe da rein, wie jedes Mal auch, und erledige meinen Job. Kampfsport für mich bedeutet Disziplin vor allem und Respekt. Das ist für mich Kampfsport. Genau dasselbe. Kampfsport hat mich echt geprägt, auch in meinem Leben. Ich hatte eine wilde Vergangenheit, eine wilde Jugend. Und das hat mich echt geprägt, auf die richtige Seite zu wechseln. In meiner Jugend hat mich Felix sehr geprägt. Ich habe in Leverkusen angefangen zu boxen, ja, auch in der Bundesliga. Da war Felix schon ein Weltmeister. Und ich wollte genauso sein. Also ich habe ihn gesehen, er war erfolgreich, ist auf dem Boden geblieben. Und das habe ich immer gefeiert. Und das hat mir so einen Ansporn gegeben, weiter in diesem Sport zu bleiben, generell sportlich irgendwas in meiner Karriere zu erreichen. Also orientieren eher weniger, ich feiere einige Kämpfer. Also ich war immer schon ein John Jones Fan. Der ist für mich immer noch der GOAT der UFC. An den orientiere ich mich schon. Tagtäglich denke ich an sowas. Also ich will nie wieder mehr zurück. Das ist das. Man hat immer Angst vor der Vergangenheit. Und da will man nicht hin. Deswegen muss man immer in die Zukunft schauen und das Beste draus machen. Ich lasse das meistens auf mich zukommen. Ich sehe die Fehler im Kampf des Gegners und ich habe meistens gar kein Gameplan. Also bei mir gibt es nur vorwärts, harte Hände, hart schlagen und der Rest ergibt sich dann von ganz alleine. Also mein Ziel ist es immer, weiter nach oben zu klettern. Ich gebe jetzt ungern Prognosen ab. Ich mache jetzt erst den Kampf und dann schaut man weiter in die Zukunft. Natürlich ist es immer schön, Champion zu sein, aber für mich geht es erstmal, den einen Kampf zu machen und danach blicke ich in die Zukunft. Fokussiere mich immer darauf, 100% zu geben, meine Fehler zu verbessern und wie gesagt, jedem Training 100% zu geben. Das Kämpfen im Sparring ist auf jeden Fall härter, aber dafür dann im Kampf hast du es etwas leichter. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben hier eine der besten Kämpfer Europas und sich ständig mit denen vorzubereiten ist natürlich ein Vorteil, aber auch sehr, sehr hart. Also Octagon hat ganz ehrlich MMA auf eine Next-Level-Stufe gebracht. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war jetzt bei 2, 3 Veranstaltungen dabei. Und diese Stimmung, diese Atmosphäre, das ist echt unbeschreiblich. Da muss man selbst vor Ort gewesen sein. Und das werden wir auch am 16.09. in Frankfurt sehen. Also wie immer eine Schlacht, ein actionreicher Kampf und ich hoffe natürlich einen Sieg. Bereite dich sehr, sehr gut vor, denn das wird dein härtester Kampf, den du jemals haben wirst. Also ich denke mal, dass die Halle ausrasten wird. Das wird ihr dann live vor Ort sehen. Ich habe einige Supporter, die auch kommen werden und die Halle dann zum Beben bringen werden.